Herzlich willkommen bei VIP at Home auf Fernsehen Mallorca TV. Heute präsentieren wir Martin Semmelrocke mit seinem Harley-Hobby, seiner Tierleidenschaft sowie auch seinem Restaurant-Tipp. Und seid gespannt, jetzt kommt Martin schon auch gleich angerauscht. Hi, hey, hola Martin. Freddy. Ja, bienvenido en VIP at Home. Du kommst da gerade so mit dem Motorrad angefahren. Ist das so eine Leidenschaft von dir? Ja, Harley Davidson, mein alter Harley, schon 30 Jahre alt. Wie bist du auf Motorrad gekommen? Wieso fährst du Harley? Ich fahre schon mit 14 Jahren Motorrad gefahren. Hatte ich schon meine erste Maschine, eine Victoria 250. Und was empfiehlst du hier auf Mallorca so für Strecken? Du fährst ja öfters auf Mallorca, hast oder bist du auch in Deutschland mit der Harley unterwegs? Nee, Deutschland nicht, selten. Nee. Die Harley, die ist aus Kalifornien hier, guck her. Die kommt aus sonnigen Gefilden. Die habe ich damals Ende der 80er Jahre erworben, war schon customized. Am Lincoln Boulevard bei Bartels und da bin ich in Ventura County rumgefahren, meinem Heimatort in den USA. Mein Opa ist ja emigriert nach San Francisco, 18. Jahrhundert, der William. Und ja, dann habe ich sie nach Deutschland gebracht irgendwann. Da hat sie bloß noch gemotzt, gestottert, Fehlzündung gegeben. Hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt. Wir haben alles gemacht. Sie hatte einen guten Chopper, Schrauber da, hat nichts geholfen. Dann habe ich sie nach Mallorca gebracht. Der sagte bloß noch, die gehört gefahren und zwar in der Sonne. Und dann kam sie hierher. Dann haben wir nochmal, habe ich den von KG Bikes, den Knut hier, drüber gelassen. Da hat er nochmal, und dann seitdem fährt sie super geil. Jetzt habe ich noch die Custom-Schmiede, den Ralf, jetzt habe ich zwei super Schrauber, also Harley-Doktoren sozusagen. Und ja, und es macht Spaß. Die ist jetzt 30 Jahre und fährt besser denn je. Und wo fährst du jeweils auf Mallorca mit deiner Harley rum? Was sind so Strecken, wo du empfiehlst? Die Berge, also meine Lieblingsstrecke mit meinen Kumpels, die fahre ich immer von hier über Poreres, Montuiri, dann nach Inca rüber und von Inca dann bis Alcudia hoch, Port Poyenza, da machen wir dann Pause, wird schön gegessen und dann geht's hoch in die Berge, Kloster Luc vorbei, Sacalobra runter hinten bis Soyer, Café Soyer, wird dann wieder eine Pause gemacht. Unterwegs werden noch mal ein paar frische Orangen verdrückt. Da gibt es so einen Presser da oben, wo die schöne Aussichtsdüne ist. Da kann man dann schön Fotos machen. Oh ja, und dann geht es durch einen Tunnel zurück. Und wer es hart will, der fährt dann noch mit mir durch bis Andratsch über die Berge. Das klingt nach einer ganzen Inselrundfahrt. Ja. Wie lange hast du jeweils für so eine Strecke? Naja, das sind 200 Kilometer fast. Wie viel? 200 Kilometer fast. Allein von Poyenza 58 nach Soyer. Naja, wir lassen uns Zeit. Klar, viele denken, das ist so eine kleine Kaffeefahrt mit mir, aber nachher macht es ihnen Spaß und nachher am Schluss sind sie total begeistert, weil sie die Insel wirklich kennengelernt haben. Und ich habe gesagt, jetzt wart ihr praktisch in den Rocky Mountains und seid bis zum Monument Valley gefahren. In Mallorca, on the route Mallorca 66. Auf Mallorca, apropos Route 66, auf Mallorca ist ja so Motorradfahren auch nicht ganz ungefährlich. Auch für die Fahrradfahrer ist es hier ja nicht so ganz ungefährlich. Hattest du schon mal einen Unfall hier auf der Insel? Nee, ich hatte noch nie einen Unfall, aber ich fahre auch sehr umsichtig mit dem Motorrad, weil also du musst ja immer für andere mitdenken. Jeder Feldweg, da lauert Gefahr, dass irgendeiner rauskommt. Dann musst du auf die Straßenverhältnisse in Mallorca durch die Luftfeuchtigkeit,
Die grauen Straßen sind besonders gefährlich, weil da noch Staub dazu kommt und wenn da ein bisschen Feuchtigkeit drauf ist, wie Schmierseife. Also der Sand meinst du vom Meer, nicht der Staub, Sand, so richtig, so dieser Meeressand, ja, oder ja, so, von den ja gut, aber auch Stränden. Im Inneren des Landes ist schon auch viel Staub. Mhm. Da kommt ja viel Staub von den Feldern. Es ist wie eine Glatteisbahn, ne? Es ist wie Schmierseife. Ja, ja. Und die Kreisverkehre sind besonders gefährlich. Mittlerweile haben wir ja aber auch sehr gute Straßen in Mallorca, die Autobahn. Kann man auch 250 fahren. Fährst du wie schnell? Was ist das Schnellste, was du fährst mit deiner Harley? Na, mit der Harley fahre ich nicht so schnell. Das gibt Schnellste? Ja noch, nein, nicht mit der Harley. Es gibt ja noch eine Rennmaschine. Ah, die hast du auch noch? Ja, die habe ich auch noch. Die geht 300. Du fährst die 300 voll? Ja, jetzt nicht mehr. Vor ein paar Jahren noch, jetzt nicht mehr. Was ist denn erlaubt auf Mallorca? Wie schnell? Wenn man erwischt wird, ist es sehr teuer. Okay, also du hattest ja auch schon deine... 90 auf Landstraßen mittlerweile. Und 120 auf Autobahn. So. Ja, welche Rolle Martin in seinem Leben begleitet, verwirren wir jetzt mit. Und Martin, dein Hobby ist ja entsprechend Harley einerseits, aber andererseits ist es ein Ausgleich für dich, auch für den Beruf, nehme ich an, für deine Schauspielerei. Dein Vater, Willi, war Schauspieler und Regisseur. Bist du deswegen Schauspieler geworden oder was hat dich zur Schauspielerei getrieben? Nee, um Geld verdienen. Ich wollte mit 13 Geld verdienen. Dann bin ich zum Bayerischen Rundfunk gegangen. Und ich bin zum Bayerischen Rundfunk gegangen und habe da an den Mikros, mein Vater hat mich mitgenommen und ist auch mal kurz weggegangen. Und da habe ich an den Mikros, an dem großen Knopf auf, er hat verboten. Er hat gesagt, Jungs, wir gehen kurz in den Schallraum mit dem Toningenieur. Da war ich mit meinem Freund Uli und dann geht ja nicht an die Knöpfe, vor allem nicht an den großen roten. Und natürlich, wo die weg waren, habe ich zum Uli gesagt, stell dich mal das Mikro da rein und ich nehme mal auf und habe dann Aufnahmen gemacht und dann eher von mir. Und da haben wir halt, was macht man, wenn man Jugendlicher ist? Man lässt die dreckigste Lache raus, Furzgeräusche, imaginärer Pornofilm. Und na, am nächsten Tag gab es natürlich ein Donnerwetter, weil mein Vater hat es ja dann scheinbar doch abgehört, gemerkt. Und konnte es auch verwenden für irgendwas? Er hat gesagt, also er kam halt mit dem Donnerwetter rein und ich hatte mich gleich ins Bad eingeschlossen und habe gleich gesagt, mich verteidigt, ich konnte ja nichts leugnen. Also habe ich gleich gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Sorry, tut mir leid, ist halt passiert, ich mach's nie wieder. Da war eine kurze Pause und dann sagt er, du wirst es ja leider, mein lieber Scholli, du Laubers. Normalerweise müsste ich dir eine wischen, aber du wirst es wieder machen müssen. Sage ich, wieso müssen? Beruflich. Du warst leider so gut, du hast, mein Kollege will dich fürs kleine Schlossgespenst. Ist das schön. Und seitdem, ja, dann, damit fing meine Karriere an. Ich habe mit sehr berühmten Kollegen, dann durfte ich dann aus Theater mit... Mit wem hast du so schon gespielt? Ja, damals schon mit Gustl Beyerhammer, Toni Berger, mit Sedlmayr, also richtig die ganzen alten Volksschauspieler. Da habe ich natürlich mit Günther Sauer, war ein ganz bekannter, Tommy Piper kam dann, der war ja auch schon, Fritz Wepper waren, alle die waren ja alle noch jung, Thomas Gottschalk war ja auch da schon, die waren alle beim Bayerischen Rundfunk damals. Alle sozusagen so gestartet, mehr oder weniger? Ja, also wir waren halt einfach, ja, auf jeden Fall fing da unsere Karriere an und... Mittlerweile mache ich es immer noch. Jetzt war ich wieder in München, habe einen tollen Film gemacht, einen One-Shot-Episoden-Film, Limbo. Es ist eine geile Geschichte, es ist eigentlich ein Sequel von Donnie Brasco mit Johnny Depp und Al Pacino. Ich spiele den Kleinganoven Ozzy, die Al Pacino-Rolle. Die Geschichte ist eine junge Compliance-Managerin, arbeitet für ein Finanzinstitut. Wir haben also die Mafia-Geschichte in die Finanzwelt transportiert und in die Organisation Wettbranche und arbeitet eben in dieser Finanz, in so einem Institut, in so einer Firma und stößt auf ein Geldwäsche-Ding. Das ist so die Geschichte und es geht um Bitcoins und so weiter. Bitcoins hast du auch schon investiert? Nein, es geht um Bitcoins, um Geldwäsche, weil heutzutage die ganzen Wetten und wir...
Das spielt ja in so einem Box, Bärnackel-Box-Club, wo alle mit Bitcoins, mit edle Karten haben. Also sind alle Leute, die halt Clubkarten haben. Und da wird alles mit Bitcoins bezahlt, mit den Kreditkarten. Und die Wetten heutzutage, brauchst ja heute jetzt... Jetzt kommt ja neuerdings auch Bookchain raus. Das heißt, du kannst Häuser... Blockchain. Nee, Bookchain heißt es, nicht Blockchain. Bookchain. Eigentlich vom klassischen Buch noch her, Notizbuch. Ja. Und in dem Buch ist alles drin. Du kannst Häuser kaufen, du kannst... Du kannst dann einen Anwalt natürlich dazu ziehen, aber das ist ja alles gesaved. Das ist der Nachfolger eigentlich, das Advantage vom Internet, Internet, das wird Bookchain. Du kannst da alles machen, das heißt, du kannst Häuser, du brauchst keinen Staat mehr, du brauchst keine Banken mehr, du gehst an allem dran vorbei und das zeigen wir halt auch in dem Film schon. Okay. Du selber spielst ja in Filmen eigentlich meistens irgendeinen Ganoven. Wie kommt das? Naja, in dem Fall spiele ich eine schöne Rolle. Ich spiele halt so Archetypen, weil ich ja auch schon jetzt in dem Alter bin, wie so ein alter Käse oder wie so ein alter, gut gereifter Rotwein. Ich spiele halt diese Archetypen, die eigentlich schon aussterben. Ich spiele halt noch einen alten, ehrlichen Gangster, der diese Boxer aufstöbert, Talente... Man braucht ja jemanden, der die aufbaut. Und früher gab es ja ein Wettbüro dafür und der auch noch so ein Wettbüro betreibt. So ein klassisches. Aber im Grunde ist es alles, es geht bloß noch über Cold Wallet. Das heißt, der Mann, der ist out. Der wird entsorgt sozusagen. Der darf noch der darf noch als Faktotum, also als Hausmeister praktisch da. Den Dienst leisten, Geldwäsche ist nicht mehr nötig, Geldeintreiberei, es entfällt ja alles bei diesem Cold Wallet mit Bitcoins, mit dieser Währung. Aber du bist ja nicht nur in der Rolle jetzt drin, du hast ja immer wie so Rollen, wo irgendwie mit Kriminal, wo du einfach so einen Kriminellen spielst. Wieso spielst du immer solche Rollen? Liegt dir andere Rolle gar nicht oder spielst du da gerne ein bisschen dich selbst? Kein Krimineller, ich würde auch gerne mal Banker spielen. Das sind ja, wären ja auch gute Ganoven, Banker. Banker sind ja auch gewisse Ganoven, meinst du, oder was? Ja, klar. Ich meine, die sind halt cleverer. Die sind ja cleverer. Ein Bankräuber raubt die Bank aus, also ein cleverer, der gründet eine Bank. Das war ja schon immer so. Auch auf Mallorca hast du jetzt gerade so eine Inselwerbung laufen im Radio, wo du auch da wieder so einen Einbrecher spielst, wo dann zum Bier greift, lieber statt einen Einbruch macht. Auch da wurdest du in diese Rolle sozusagen reingespielt. Wie bist du dazu gekommen? Ja, er greift nicht zu... Kann man ja gleich mal Sharps Alarmanlagen. Sind so gut, da lohnt sich kein Einbruch mehr. Also sagt er zu seinem Kumpel, komm, dann lassen wir es. Gehen wir lieber ein Bier trinken. Bier trinken, genau, zu sicher, ja. Zu safe. Hast du selber auch schon Einbrüche gemacht? Ja, im Film habe ich Einbrüche schon öfter gemacht. Vorstadtkrokodile und so weiter und so fort. Habe ich schon im Film, wenn ich gut bezahlt werde dafür. Für hohe Tagesgage, dann breche ich, ja egal, dann mache ich alles Mögliche an Sachen, dann bringe ich auch Leute um. Natürlich ist ja ganz klar. 1981 war das Boot, war so dein Durchbruch. Warum ausgerechnet der Film, warum wurde der dein Durchbruch? Das war eigentlich nicht mein Durchbruch. Mein Durchbruch, das war Vorstadtkrokodile, das war Tatlöser und Wolf, das waren... sehr tolle Tatorte damals schon. Bloß dieser Film ist halt ein Benchmark überhaupt gewesen. Das war halt ein Highlight. Ist der erfolgreichste deutsche Film ever. Wird es ja wahrscheinlich ever bleiben, wo es einen Director's Cut gibt. Da gibt es ja bloß Apocalypse Now. Ich glaube, Star Wars noch. Es gibt ja gar nicht viel. Das ist einfach eine Glückssache gewesen, dass ich da... Ich sollte da auch gar nicht mitspielen, aber... Man braucht auch Glück in dem Job und da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich in einem kleinen Theater damals gespielt habe. Ich spiele ja schon immer gern Theater und war ich in einem guten Theater, Teamtheater,
Aber bloß mit 70 Sitzplätzen. Und da saß der Caster und der Günther Rohrbach, der spätere der Bavaria-Chef und spätere WDR-Intendant. Und die haben mich gesehen und hatten eigentlich schon jemand anders in Besetzung im Kopf. Und dann haben sie mich geholt und habe ich die Rolle gekriegt. Also was machst du lieber? Du spielst, glaube ich, seit 2008 Theater auch. Was machst du lieber? Schauspiel, also Spielfilme oder Theater? Was machst du am liebsten? Also ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel Theater gespielt. Das macht mir eigentlich mehr Spaß. Weil? Ja, weil es live ist. Das ist halt ganz einfach. Das ist erstmal sind es geile Geschichten. Ich habe jetzt Shakespeare in Love gemacht. Ich habe Othello Shakespeare gespielt, wo ich den Iago gespielt habe. Das ist so wie Mephisto zu spielen. Das sind einfach tolle Rollen, die dich weiterbringen in allem. Das sind Herausforderungen, wie ein Bergsteiger. Der will ja auch nicht immer über das flache Land gehen. Und Filme, jetzt mache ich auch wieder ein paar Filme. Habe jetzt auch in Belgien einen tollen Film gemacht, wo ich auch wieder ein sehr Deine Hunde sind wieder mal voll dabei in Action. Ja, das ist klar. Der auch sehr, am Strand. Der sehr perfide ist, wieder ein schlimmer. Kajete, jetzt kommen Hunde. Ja, aber Theater, beides. Sagen wir so, ich spiele beides gern. Und jetzt mache ich wieder Rocky Horror Show, mache ich seit Jahren, den Erzähler. Da kommt man sich dann vor, als wenn man Rockstar ist. Das ist ja eigentlich noch das Geilere, also Mick Jagger sein oder welche Rolle spielst du da bei Rocky Horror Picture Show? Da bin ich der Erzähler, der Moderator. Okay. Seit Jahren. Ja, und jetzt mache ich ein neues Stück Abschiedsdinner. Das ist auch von dem Autoren, der den Vornamen geschrieben hat, diesen erfolgreichen Kinofilm, den deutschen. Es ist eine ganz böse, sarkastische Geschichte und richtig mit bösen, hinterfotzigen Dialogen, geht sehr ins Eingemachte, ins Psychische, aber auch sehr lustig. Und ja, Shakespeare in Love nochmal in Hersfeld und ja, die Mischung. Jetzt mach alles möglich. Ich mache ja auch ein bisschen Werbung. Ich mache. Deine Rollen sind ja oft auch in Deutschland meistens. Oder hast du auch hier auf Mallorca Filme, wo du drehst? Oder musst du immer die Insel verlassen, wenn du am Drehen bist? Ja, in Mallorca werden bloß schlechte Filme gedreht, leider. Was hast du gesagt? Ja, nee, es gab noch keinen erfolgreichen Deutsch. Also schade eigentlich. Da musst du jetzt mal endlich einen machen. Ja, also ich habe ja schon was eingereicht. Wie hieß denn das mit Markus Majowski? Dem habe ich Hitchcock 39 Stufen vor zwei Jahren gespielt. Eine geile Schrottgeschichte. Also eingereicht und jetzt ja, kommt aber es das, wird oder? Nicht. Nein, es wird einfach nicht genommen, interessante Geschichten, weil die haben die Einwanderer hier. Das kostet die Leute kein Geld. Bei Deutschland auswandern. Ja, genau, das ist halt. Ist halt für ein gewisses Publikum, die nur Fernsehen gucken und da reicht, wenn man billiges Fernsehen macht und, sag mal, stellvertretend halt die Leute zeigt, aber witzige Serien oder Sitcoms sind in Deutschland irgendwie, Sitcoms gibt es gar nicht in Deutschland, für mich ist ja Two and a Half Men die Sitcom, Sitcom schlechthin. Und wenn du, das wäre, ja, also richtig anspruchsvolle Sachen, das Du hast ja selber auch schon mal in sowas mitgemacht, also jetzt nicht gut bei Deutschland. Du warst 2013 im Promi Big Brother, bist dann Platz 5 raus. Nächste Frage. Ja, das war ganz nett. War ganz nett, weil ich den David getroffen habe, meinen alten Kumpel. David Hasselhoff. Ja, aber egal, das macht man mal. Musste ich ein bisschen Promotion haben, dann war eigentlich der Sinn der Sache. Warum? Was hat dir das beruflich gebracht? Zu welchen Rollen hat das geführt? Nee, gar keine. Es bringt dir beruflich gar nichts. Im Gegenteil, es bringt einem gar nichts beruflich. Also nicht in meinem Beruf als Schauspieler. Auch Dschungel ist total abträglich. Bist du schon angefragt für Dschungelcamp? Ja, schon ein paar Mal. Machst du auch? Nee, mache ich nicht. Also wenn muss ein bisschen viel zahlen. Wenn sie Millionen zahlen, dann kann ich auswandern. Das wird nicht funktionieren. Nee, muss ich ja, will ich auch gar nicht. Ja, was hat denn das für dich für eine Erfahrung, so ein Big Brother Promi Haus? Nächste Frage. Das ist, wie gesagt, das habe ich gemacht aus Promotion-Gründen, ganz einfach, um nichts anderes. Das war,
Und danach war meine Tournee ausverkauft. Dafür ist es gut, weil ich die Jugendlichen wieder kennenlerne. Das stimmt, dafür ist es wieder ganz gut. Aber hast du aber letztes Jahr doch wieder sowas gemacht mit diesem Sommerhaus, dieses Promi-Sommerhaus? Nee, das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Oder vor 2 Jahren war das? Ja, und warum, klar, war das auch so eine Promotion für dich oder was war da dahinter? Das war auch eine Promotion für mich. Ist immer, du musst ja immer im Gespräch bleiben. Du bist im Sommerhaus mit Sonja als Erster rausgeflogen. Was war der Grund? Nächste Frage. Über das möchte ich nicht. Ist abgehakt. Über sowas möchte ich gar nicht mehr reden. Ich rede eigentlich bloß noch über nach vorne, nicht nach hinten. Ja, nach hinten. Das sind ja ganz tolle Filme, auch wo du gemacht hast. Über die muss man ja auch reden. Nein. Was ist dein Lieblingsfilm, wo du gemacht hast? Immer der Nächste. Immer der Nächste. Ich gucke immer nach vorne. Ich hake immer ab. Ich lebe immer im Jetzt und nach vorne. Ich bin überhaupt gar nicht despektierlich. Ich habe auch viele tolle Sachen gemacht, habe auch meine Karriere gemacht. Ich muss auch keine Karriere mehr machen. Ich will noch ein bisschen was am Ball bleiben. Was ich jetzt mache, ist eigentlich bloß noch eine Zugabe im Leben. Also ich muss hier nicht irgendwie noch was beweisen. Das mache ich alles für mich aus Spaß. Und solange man dann noch Spaß dran hat, für mich ging es immer um den Spaß. Und ohne Spaß ist kein Spirit da. Und wenn ich keinen Spaß an der Sache habe, wird's auch, da bin ich nicht in meiner Mitte, dann. Du spielst ja auch oft dich selbst sozusagen ein bisschen so, dass du dich nicht verstellen musst, also du bist so wie du bist ein bisschen auch und vom Spaß her, was würde dir denn am meisten Spaß machen, mit wem würdest du am liebsten mal drehen, was wäre so ein Traum für dich als Partner in einem Spielfilm? Na, ich würde gerne nochmal so ein Columbo spielen, so einen alten Detektiv. Und zwar deswegen, weil der Columbo. Den Guten würdest du dann gerne spielen? Ja, natürlich den Guten. Ich spiele ja immer den Guten. Das sind ja immer, auch der Schluck in Bang Boom Bang war ja ein unfreiwilliger Held, obwohl es ein Kleinganove war. Das sind, ich spiele eigentlich immer die moralisch Guten. Habe ich also immer gespielt. Ganz selten. Ich habe auch schon mal einen KZ-Kommandanten gespielt in die dunkle Seite des Mondes in Österreich. Aber ich spiele eigentlich immer, ich spiele lieber natürlich positive Figuren. Mhm. Aber natürlich nicht irgendwelche aus Lore-Romanen. Also klar. Columbo wäre mal eine Rolle für dich. Und mit welchem Schauspieler würdest du am liebsten mal auf der Bühne oder im Spielfilm stehen? Wer wäre so dein Wunschpartner? Ich bin eigentlich mir selbst genug, weil neben mir, nein, du brauchst immer ein Pendant, dick und doof ist immer sehr wichtig, du brauchst immer, also wenn du einen weiblichen Gegenpart, der muss gut sein. Das ist egal, das muss einfach ein guter Schauspieler sein. Da gibt es jetzt keinen speziellen Namen. Wir haben ja tolle Schauspielerinnen in Deutschland, tolle Schauspieler in Deutschland. Und man wächst ja an seinem Partner auch, das ist ja ganz klar. Yin and Yang, ohne das geht's nicht. Wichtig ist für mich immer, dass es eine gute Geschichte ist und dass Inhalt da drin ist. Ob es jetzt ein Film ist, eine Sitcom, oder ob es irgendeine Trash-Sendung ist, scheißegal, der Inhalt muss stimmen. Ein ganz neuer Inhalt von dir ist seit 2018, dass du auch singst. Wie bist du denn auf Singen gekommen? Ich sing doch nicht, wie kommst du denn darauf? Ich sing doch nicht. Ich kann gar nicht singen. Nein, ich habe die Shredders, sind Freunde, ich mache Rock and Read. Und ich lese Geschichten und es gibt auch mal, ich rappe mal, also singen, das heißt, ja, so. Freddie Mercury hat eine geile Stimme. ich mache so Rockmusik und oder ich habe auch mal so einen Megamacker, so einen Mallorca-Song, den mache ich aber mit einer Punkband, mit den Shredders zusammen, zum Beispiel jetzt am 15. in Heinsberg im Iron Shopper, da werde ich mal 2 Songs rappen, die muss ich noch einüben, die haben jetzt die Musik ein bisschen härter gemacht. Ja, üb mal, rapp uns mal eins vor, kannst du das? Jetzt so spontan? Ja, kann ich schon. Na, dann mach mal vor, komm mal, zeigen, wir wollen mal dein Action sehen. Martin und jetzt mit Martin Semmelrocker, wir rappen jetzt eins vor und dann am Strand mit den Hunden, los geht's Martin. Wer will das wissen? Und wen geht das was an, was ich dann oder wann gesagt oder getan? Ob ich 1 oder 22 Mal vor dem Richter stand in diesem Land, bin ich verkannt.
verliere ich meinen Führerschein, doch Schein ist Schein und das Sein ist real, das ist fatal, ganz banal. Ist das eine Plage? Im Film bin ich Verbrecher, Zecher oder Herzensbrecher, Atheist, Kommunist, Sadist, Polizist, aufs Gewissen ist geschissen, macht mich hier einer platt. Scheißegal, kommt ja noch der Cut, gebe ich privat den Bösen, kann kein Drehbuch mich erlösen, meine Rage ist Blamage, dafür kriege ich keine Gage. Ist es wahr, was ich sag, oder habe ich euch beschissen? Bin ich schlecht oder echt? Ja, wer will denn das schon wissen? Mega, mega, bravo, mega geil. Ja, Martin, denke, deine Hunde sind auch schon langsam ungeduldig. Die retten da jetzt nicht direkt mit, aber sie wollen an den Strand retten. Ich würde sagen, wir retten uns jetzt an den Strand, ne? Mit welcher Liebe Martin jeweils am Estrengstrand chillt, das lassen wir jetzt auf uns losbellen. Martin, deine große Liebe ist Teddy und Buddy. Ja. Wie bist du auf den Hund gekommen? Ja, durch die Tierrettung. Ich mache ein bisschen Tierrettung, weil ich liebe Hunde einfach, weil Hunde fast der bessere Mensch sind. Hunde sind wahnsinnig feinfühlig, Hunde sind wahnsinnig anspruchslos, den reicht ein Stöckchen oder ein Ball und da kann man so viel Spaß mit haben, sind auch immer für einen da, egal wie es einem geht. Ein Hund ist immer bei dir. Der Mensch im Winde weich, der Hund noch im Sturme steht. Du gehst auch im Sturme und bei schönem Wetter mit deinen Hunden hier am Estrengstrand spazieren. Was bedeutet für dich so deine Hundeliebe und Estrengstrand? Ja, das ist für mich einfach essentiell. Das gehört einfach zu meinem Leben dazu, zur Entspannung. Da finde ich meine Mitte, das ist wie Meditation. Das ist einfach, da kann ich Kraft schöpfen. Gehst du jeden Tag mit deinen Hunden hier laufen? Das sind ja 7,5 Kilometer, der Estrengstrand, Sescovet ist 3,5 Kilometer. Wie lange läufst du? Wie sportlich bist du mit deinen Hunden? Ja, ich bin grundsätzlich sportlich, weil von klein auf bin ich schon Ski gefahren mit 6 Jahren. Ich hatte auch ein Pferd früher, ich habe gut reiten gelernt. Martin, deine Tierliebe ist auch uneingeschränkt. Du setzt dich auch entsprechend ein für Tierschutz. Was machst du alles für Tierschutz? Ja, das macht ja die Manuela von der Tierrettung. Ich mache eigentlich nicht so viel, außer dass ich meine Prominenz und meine Herzlichkeit, mein großes Herz sprechen lasse und Hunde vermitteln kann mit Fotos und so weiter und so fort. Da stehe ich halt dafür, dass die gechippt sind, dass die keine Seuchen haben, dass die auch nicht... dass die wohl erzogen einigermaßen sind. Natürlich ist ein Hund auch nicht immer domestiziert, aber dass sie einigermaßen sozialverträglich sind. Das ist ja wichtig, weil sonst, wenn, und dass halt die richtigen Hunde an die richtigen Menschen kommen. Weil manchmal ist es besser, ein Hund ist im Tierheim, als dass er bei schlechten oder falschen Menschen sind, die einfach einen Hund bloß als Image wollen. Und viele besorgen sich ja auch, müssen wir ein bisschen runter. Viele Hundebesitzer suchen sich oft große Hunde aus und haben gar nicht den Platz dafür. Dann haben die ein trostloses Dasein, die großen Hunde, und haben wenig Auslauf, Menschen haben wenig Zeit, weil für einen Hund soll... Kajate! Für einen Hund... Gib aus jetzt! Aus! Wow, das nenne ich mal Hundeerziehung. Machst du auch Hundeschule mit deinen Hunden? Ja, also für mich ist, also wie gesagt, ein Hund, du brauchst Zeit, und einen Hund sollte man einfach auch als Partner haben und mit dem oft ausgehen. Das macht ja auch Sinn für einen selber auch. Es ist vegetativ hier, ist also die schönste
Strand von der ganzen Insel sozusagen. Ja, sozusagen. In ganz Europa. Ja, ja, genau. Und für mich ist es wichtig, dass meine Hunde folgen ohne Leine, weil ich habe nichts vom Hund, wenn ich ihn dauernd einen zerrenden Hund an der Leine habe, da habe ich keinen Spaß dran. Und der Hund hat auch keinen Spaß dran. Deswegen, wie bei Menschen auch, ohne Disziplin keine Freiheit. Machst du auch Hundeschule mit deinen Hunden? Ja, ja, mache ich auch natürlich, klar, logisch. Und wenn die nicht folgen, kommen sie an die Leine. Wie viele Hunde hast du schon vermittelt in dieser Tierrettung? Oh, keine Ahnung, erzähle ich jetzt nicht so. Zeig mal ein Kunststück, was kann Buddy und Teddy, was können die so? Haben sie ja gerade schon gezeigt. Ja, Stöckchen, was können sie noch? Komm mal hierher, Buddy, komm mal her. Buddy, kommst du hierher? Machst du Rolle? So. Teddy kann auch Rolle, aber Teddy will immer was zu fressen haben. Da brauche ich ein Stückchen Leberwurst oder irgendwas in der Tasche. Ich habe leider keine Leckerli dabei. Da bist aber ein schlechter Hundehalter ohne Leckerli unterwegs. Das geht doch gar nicht als Hundeliebhaber. Nein, wir hatten ja vorhin wenig Zeit und mussten ja ein bisschen umdisponieren. Weil wir eine andere Location ja noch hatten und die ist flach gefallen. Gell, Teddy? Du bist ja auch unterwegs mit deinen Hunden immer überall, also nimmst du sie auch in den Flieger mit, wenn du in Deutschland bist? Ja, ich fahre ja viel mit dem Auto nach Deutschland, weil die sind zu zweit. Ich kann immer bloß einen Hund in der Hundetasche im Flieger mitnehmen. Die waren schon dreimal in Amerika, sind also sehr gut erzogen, könnten sehr viel erzählen, könnten, glaube ich, ein Riesenbuch schreiben, die Hunde, was sie alles erlebt haben. Buddy hat ja auch schon mal eine Nacht in der Wüste verbracht, weil er uns ausgerissen ist, weil wir einen Unfall hatten mal. Und am nächsten Tag hat er an der Unfallstelle gewartet und der Sheriff hat ihn wieder gefunden. Also der ist schon der Buddy. Weltenbummler sozusagen. Weltenbummler, und er weiß dann auch, was er machen muss. Dahin gehen, wo er verloren gegangen ist. Geht ja nicht nur bei den Hunden so. Deine Hunde wären eigentlich auch geeignet für zum Schauspielen. Sind die auch bei deinen Filmen jemals dabei oder waren die schon mal dabei? Es gibt ja ein Video auf meiner Facebook-Seite, Buddy Semmelrogge. Im Rosenkrieg hat er 92 Mal mit mir auf der Bühne gestanden und hat Kunststückchen gemacht und hat es diszipliniert durchgezogen. Buddy ist einer der, von 1000 Hunden gibt es ja vielleicht einen Hund, sagt man, der Schauspieler ist, und Buddy ist einer. Und Buddy kann sich einfach sehr konzentrieren auf eine Aufgabe und will mir zeigen, wie toll er das macht. Kriegt natürlich dann auch immer eine Belohnung, ein Lammschlägelchen oder auch ein Chicken McNuggets, die liebt er, oder Leberwurst natürlich. Kriegt dann natürlich auch die Belohnung, wie der Mensch natürlich auch eine Belohnung braucht, wenn er gute Leistung abliefert. Also wenn du jetzt so von Leckerli sprichst, sag mal, Martin, hast du Hunger? Ja, ich habe jetzt langsam Hunger. Ja, Seeluft, ne, macht ja Hunger. Ich habe ja vorhin mein Boot noch da im Trockendeck gesehen. Meine Sea Life geht ja ganz gut. Steht übrigens neben dem berühmten Boot U96 im Trockendeck zurzeit. Nein, ich habe jetzt Hunger. Jetzt haben wir Hunger. Ich würde sagen, jetzt gehen wir schön was essen. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Also ich esse gern Fisch, ich esse gern leichte Sachen, ich esse sehr gesund, nicht fett, Salate, Vitamine, früh trinke ich Smoothies, ich ernähre mich mit Kurkuma, Spirulina seit Jahren und also kein Dreck und wenig Schweinefleisch. Ich esse natürlich auch mal gerne Sobrasada, kann man auch mal essen, aber... Dann schauen wir mal, was heute das Restaurant für uns zu bieten hat. Wo sich Martin kulinarisch verwöhnen lässt, das wollen wir wissen mittels Tapas in einem Lokal in Colonia San Jordi, wunderschön am Meer gelegen. Martin, deine Essensgewohnheiten, wie ernährst du dich eigentlich? Naja, ich esse, was auf den Tisch kommt, das habe ich so gelernt, wartet bei uns zu Hause. Und der Teller wird immer leer gegessen, Nachkriegsgeneration, das ist doch ganz klar. Deswegen habe ich immer so ein paar Pölsterchen manchmal drauf. Nein, ich esse viel Fisch. Ernährst du dich gesund? Kann man sagen, du ernährst dich gesund? Guckst du ein bisschen auf die Ernährung?
Also wir haben uns schon immer, wie sagt man, homöopathisch, dynamisch, meine Mutter war Anthroposophin, immer schon Bio, wo noch gar keiner wusste, was Bio, Demeter, gab es immer bei uns, okay. Auf dem Dorf. Aber du bist nicht Vegetarier? Nein, aber ich esse halt, ich gucke, dass es gutes Zeug ist. Mhm. Es kann auch mal eine Soprasada oder ein geiles Wildschwein sein, aber... Was ist denn dein Lieblingsgericht? Das muss alles gut, muss einfach gut sein. Früher habe ich immer sehr gern pikant gegessen. Aha. Um das Essen zu übertönen. Nee, pikant. Ich meine jetzt nicht so scharf. Aha. Also Nudeln esse ich natürlich gerne, ist klar. Und Fisch, aber heutzutage, ich esse nicht mehr so viel Kohlenhydrate, also viel Eiweiß zurzeit. Und wenig Weizen, wie alle natürlich, kein Weizen, Vollkornbrot, wenn. Echt? Ja, ja, also ich mag auch gar nicht. Guck mal, ich lasse ja gerade sehen, dass ich hier das Innere raus tue. Ich esse da bloß die Rinde. Ja, aber dann ess doch gerade ein Vollkornbrot. Ja, gibt's ja hier jetzt gerade nicht. Aber normalerweise zu Hause gibt's bei mir auch in Mallorca, habe ich einen Laden, den Mundi, da kriegst du das beste Vollkornbrot oder Schrot in Schrotbrot und Sonnenblumen, alles. Selbst im Hyper gibt es Gutes, auch der Lidl hat welche. Also es gibt hier. Das ist aber richtig Schleichwerbung, ne? Nee, ja, muss ja nicht, aber ja, ich kriege ja nichts vom Lidl, deswegen mehr. Ja, ich sag bloß, es gibt hier gute Bäcker mittlerweile auch. Überall. Also grundsätzlich scheinst du ja sehr gerne zu essen. Kochst du denn auch gerne? Kannst du kochen? Also nochmal zum Essen, meine Schwäche sind die süßen Sachen. Zum Beispiel, was ist auf mediterrane Küche süß, wo du am liebsten isst, so mallorquinisch, ist ja so typisch so dieser Mandelkuchen, oder was isst du am liebsten in Mallorca Süßes? Na, ich esse am liebsten natürlich Eis, auch Mallorca-Eis, schmeckt sehr gut. Wir haben hier einen super Eisdiedel, der macht selber Eis, das ist verführerisch. Mandelkuchen, ja gut, ist nicht so... ich esse gern Erdbeerkuchen, aber die haben ja eine schöne Vanille hier und so da drin. Und, du bist mir jetzt ein bisschen ausgewichen mit dem Kochen, Martin. Kochst du selber? Kannst du kochen? Ich kann eigentlich, ich habe für meinen Vater immer gekocht, weil der sollte sich immer gesund ernähren. Okay. Und wenn ich Zeit habe und zum Markt gehen kann oder zu meinem Lieblingsmetzger, es kommt immer auf die Ingredienzen an. Dann koche ich auch. Also ich kann Fisch kochen, ich kann super Steaks kochen, ich kann gute Pasta machen, das reicht eigentlich. Und ich kann super Omelette machen. Wie wichtig ist für dich, dass eine Frau an deiner Seite kochen kann? Ja, sehr. Ich finde, man sollte sich immer sollte autark sein. Also wenn man jetzt, man hat ja gar keine Zeit, jeden Tag in ein Restaurant zu gehen. Und auch keine Lust, das kostet auch viel zu viel, weil du hast keine Ruhe und nichts. Also lässt du dich auch mal gern bekochen von deiner Partnerin? Ja, natürlich ist das wichtig. Also wenn jemand nicht kochen kann, das ist... ist wie? Ja, wie ein Auto ohne geile Schlappen dran. Das nützt der beste Motor, wenn du keine guten Reifen hast. Du hast jetzt wieder eine neue Beziehung nach Sonjas Tod und... Ist das schon zu privat für dich? Die kennst du ja schon. Die kenne ich schon. Scheint ja auch ganz eine Nette zu sein. Kocht ihr auch gemeinsam? Ich koche, nee, die kocht alleine. Wenn. Warum soll ich gemeinsam kochen? Nee, lass mich gern bekochen auch. Was ist für dich sonst wichtig in einer Beziehung? Es geht ja eher ins Private, aber man muss in der Beziehung immer gleiche Interessen haben. Ja. Das ist wichtig. Was sind deine Interessen? Ja, also erstmal soll eine Beziehung, Vertrauen ist wichtig. Natürlich muss es stimmen. Und man muss Freiheit auch dem anderen, ich bin Schütze, freiheitsliebend. Ich bin sehr treu, loyal. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde an Ketten gelegt, dann, das war schon immer so. Ich bin einer, der früh raus muss. Und wer nicht mitgeht, der bleibt halt zu Hause. Ich warte da nicht lang. Du selber hast auch... Aber es sollte auch, man sollte auch einfach... Es ist gut, wenn man im Job auch gewisse Interessen hat. Wenn man im künstlerischen Beruf ist, ist es natürlich auch gut, wenn man gegensätzlich ist. Der eine ein bisschen mehr strukturiert ist als zum Beispiel ich.
der ja doch mehr der flippige Künstler ist. Du brauchst ja jemanden auch, der dich erdet, aber du brauchst auch keinen, der das Feuer erlischt. Also schon auch wichtig, vielleicht so in der gleichen Branche ist immer gut, oder? Dass man sich ein bisschen ergänzt. Immer gut, wenn man sich ergänzt, weil, und dass man auch zusammen unterwegs ist. Weil wenn der eine bloß zu Hause ist oder da ist und der andere da, das ist zwar spannend für gewisse Sachen, aber irgendwann ist es ja nicht genug. Bist du selber gerne viel unterwegs? Bist du ein Partymensch? Gehst du gerne aus? Nee, ich gehe überhaupt nicht gerne aus. Ich hasse rote Teppiche. Mache ich bloß beruflich, wenn es wichtig ist. Ist manchmal notwendig, wenn man einen Film promoten muss. Ist auch mal schön, seine Fans zu sehen. Genieße ich das dann auch. Aber es strengt ja an. Also ich mache gerne was, wenn ich was Eigenes zu promoten habe. Deswegen mache ich auch so eine Sendung wie hier. Es muss immer, ich bin zu alt, um irgendwo rumzustehen, Zeit zu vertrödeln. Entspannen tust du ja grundsätzlich auf Mallorca. Warum bist du nach Mallorca oder auf Mallorca gezogen? Was hat dich auf Mallorca hingezogen? Na, damals war gerade der 11. September. Ich war ja immer ein Amerika-Fan auch. Da ich aber auch angewiesen bin und die deutsche Sprache ja nun auch sehr mächtig bin und ich viel in Deutschland arbeite und auch die Zeiten momentan schlechter, weil alles unsicherer wird im Geschäft, sehr viel schnelllebiger, Fernsehbranche, Filmbranche sowieso, brauchte ich ein gutes Basislager. Und dann dachte ich, war ich auch erst in Italien. Dann dachte ich, Mallorca ist ideal, ist die schönste Insel wirklich der Welt. Es hat den gleichen Breitengrad wie Kalifornien. Berge, Wasser. Das ist ein bisschen, die Mallorquiner mag ich, weil sie sich nicht einfach verkaufen, sondern weil sie ihren eigenen Dickkopf haben, so wie auch die Deutschen. Sprichst du selber auch Spanisch? La próxima vez quiero pagar menos, vale? Das klingt doch schon mal sehr spanisch. Und gestartet bist du auf Mallorca in Antratsch. Wieso hast du Antratsch gewählt und bist jetzt am Estrenk? Naja, ich bin ja erst, war ich öfter mal beruflich hier und dann hat man ja irgendwelche Bekannten, die man dann, die dann sagen, du, ich habe eine Wohnung, kannst du mal eine Woche gern wohnen. Aber nach ein paar Jahren immer in fremden Wohnungen abzusteigen oder am Wochenende, Wetter war mir zu kalt und andere Sachen haben mich auch gestört an Deutschland. Nee, aber Antratsch, du warst ja zuerst in Antratsch, ja, hast du gewohnt. Nein, ich war erst in Soyer, ich war erst auf dem Hamburger Hügel, ich war überall. Ich bin irgendwann, Antratsch fand ich in den 90er Jahren, da waren ein paar coole Leute. Curry Werner zum Beispiel, der Lange, ja, da waren noch coole alte. Der Schwarz, da gab es den People's Bar, den kannte ich halt gut. Und lag noch zentral, wurde bloß immer voller und irgendwann habe ich festgestellt, da ist kein schöner Strand. Und man guckt immer auf den Reichtum der anderen Leute, sprich auf deren Boote. Und dann habe ich halt den Estreng lieben gelernt und irgendwann haben die gesagt, was willst du denn da oben in Colonia? Und ich habe gesagt, ja, mir gefällt es dann. Heute wollen sie alle hierher. Ja, ist so. Also liebst du grundsätzlich, der Strand ist für dich sehr wichtig auf Mallorca? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich liebe die Berge, ich liebe aber das Meer. Da fühle ich mich einfach wohl und frei. Und da ist ein Abend, Freiheit und Abenteuer. Ist halt, das Meer ist halt der Beginn von Freiheit und Abenteuer, wie die Route 66. Auch die Straße der Sehnsucht ist. Oh, jetzt geht's aber los. Bremen hat ein Tor geschossen. Und du bist auch noch Fußballfan. Ja, das sieht man ja. Ich halte auch gerade zum FC Bayern, obwohl die nicht so gut spielen zurzeit. Aber man muss ja auch in schlechten Zeiten zu seinem Partner oder zu seinem Verein stehen. Zum mediterranen Leben gehört natürlich auch ein mediterranes Essen, wie du jetzt heute auf dem Tisch hast. Ich will dich jetzt nicht weiter stören beim Essen. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Danke, gell? Ja, genau. Danke. Martin, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst, dass wir Einblicke haben durften in deine VIP-at-home-Welt auf Mallorca. Und wir wünschen dir noch ein sonniges, schönes weiterhin Mallorca. Ja, danke. Gleichfalls. War sehr nett. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja, hat Spaß gemacht. Muchas gracias. Muchas gracias.
Wir hatten einen super schönen sonnigen Tag mit Martin Semmelrocke, hat total Spaß gemacht mit seinen Hunden und Harley. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Sendung mit euch. Hasta luego bei VIP at Home auf Fernsehen Mallorca TV.